So, guten Abend, meine Damen und Herren, liebes Online-Publikum. Ich heiße Sie alle sehr herzlich willkommen zu unserer heutigen Saarbrücker Europa-Runde live aus dem Mediaroom der ASCO Europa-Stiftung hier in Saarbrücken mit unseren beiden Partnern, der IHK Saarland und dem Europa-Institut der Universität des Saarlands, haben wir die Reihe Saarbrücker Europa-Runde vor etwa 2 Jahren auf den Weg gebracht und bereits einige Veranstaltungen, insbesondere in Präsenz, aber auch als Online-Format, erfolgreich durchgeführt. Mit der heutigen Saarbrücker Europa-Runde bewegen wir uns thematisch wie immer ganz nah an Politik und auch an Wirtschaft. Die Corona-Pandemie treibt uns ja nun schon seit über einem Jahr um und insbesondere im Bereich der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit sind die Herausforderungen nicht nur groß, sondern auch sichtbar und wollen angepackt werden. Die Frage ist aber, wie wollen wir die anpacken? Unsere Moderatorin, Frau Susanne Freitag-Carteron sowie Christoph Arendt und Thilo Ziegler als Experten, denen ich an dieser Stelle sehr herzlich danke für ihr Mitwirken, werden die aktuelle Lage in unserer Grenzregion aus ihrer Sicht bewerten und uns gegebenenfalls auch Lösungsvorschläge heute Abend noch und Visionen liefern können. In diesem Sinne wünsche ich uns allen eine interessante Talkrunde und gebe jetzt die Bühne frei an Frau Carteron und unsere Talkgäste. Ja, wunderschönen guten Abend. Vielen Dank, Herr Beitz. Ich freue mich sehr, dass Sie trotz eines gewissen Videokonferenz-Overkill trotzdem hier sind und mitdiskutieren, mitzuhören, mit über die Frage nachdenken, inwieweit kann Covid tatsächlich ein Katalysator sein für die grenzübergreifende Zusammenarbeit. Wir haben hier zwei Experten. Christoph Arendt, die Saarländer, die bei uns sind, kennen ihn als unser Abgeordneter in Paris, weil er in normalen Zeiten genauso oft im Saarland ist wie in Lothringen, wo er ja eigentlich herkommt und in der französischen Nationalversammlung immer laut und deutlich die Interessen der Grenzregion vertritt. Nicht nur seines Wahlkreises, sondern auch der grenzübergreifenden Projekte, die hier ja so zahlreich sind oder ich sage jetzt mal so zahlreich waren in Präsenz, als es noch kein Covid gab. Herr Arendt war dabei, als Grenzen geschlossen wurden, als Grenzen wieder geöffnet wurden. Und er war auch dabei, als deutsch-französische Testzentren eröffnet wurden. Und das verbindet ihn mit unserem zweiten Experten, Herrn Thilo Ziegler. Man kann heute sagen, das ist der Monsieur Testzentrum der Grenzregion. Aber eigentlich ist das gar nicht sein ursprünglicher Job. Denn Thilo Ziegler, das wissen viele von Ihnen auch, ist eigentlich Konzertmanager, arbeitet in der Eventbranche, organisiert das große Rocco del Schlacco Festival, das große Elektromagnetic Festival auf der Völklinger Hütte, zahlreiche große Konzerte. Ja, und heute ist er Testzentrumsorganisator, weil die Eventbranche durch die Covid-Krise komplett lahmgelegt wurde. Und er eigentlich aus der Not geboren, diesen Weg eingeschritten ist und heute an die 10 Testzentren hier im Saarland betreibt. Viele von Ihnen werden vielleicht da gewesen sein. Ich war vorhin auch da. Das ist mein negativer Covid-Test. Ich bin selber Grenzgängerin von Herrn Ziegler am Testzentrum von der Goldenen Brem. Und da sitzt er auch, der Herr Ziegler. Der ist live im Testzentrum der Goldenen Brem heute Abend. Ich heiße Sie ganz, ganz herzlich willkommen und jetzt möchte ich auch eigentlich nicht mehr weiterreden, sondern vielleicht mit einem kleinen Rückblick anfangen auf das letzte Jahr. Es ist jetzt ungefähr ein Jahr her, ein bisschen mehr, als die Grenzen wirklich zugingen und frage jetzt als erstes mal Herr Arendt, was hat das mit uns gemacht? Also was ist da passiert? Wie haben Sie das wahrgenommen? Wie war das für Sie? Ist eine guten Abend mal zuerst in die Runde. Freut mich ganz besonders, mitreden zu dürfen. Um auf Ihre Frage zu antworten, was hat das bedeutet? Das hat für vielen hier ganz konkret einen Rücktritt von 70 Jahren geschildert. Was ist davon übrig geblieben? Ich würde mal sagen, nie wieder sowas. Ich glaube, dass die deutsch-französische Parlamentarische Versammlung da auch eine Verantwortung mitträgt, dass es nicht noch einmal passiert ist, weil wir in einer Anhörung die beiden Innenministerien Seehofer und Castaner hatten und die beiden es vor Parlamentarier aus Deutschland und Frankreich gesagt hatten, dass es nie wieder zur Schließung kommen würde.
Sonst hätten wir im Oktober vielleicht wieder den Schritt gemacht. Was es auch mitgebracht hat, dass wir vielleicht auf Landesebene, Bundesebene in Deutschland und Landesebene in Frankreich nicht so gut in der Kommunikation sind, dass Europa da in einem Crashtest reingefahren ist. Aber wir haben auch gezeigt, dass wir hier in dem kleinen, in dem Grenzgebiet zwischen Saar und Moselle es sehr gut schaffen, miteinander zu arbeiten und dass wir diesen Dialog, obwohl Grenzschließung, auch noch dichter gemacht haben. Ja, vielen Dank schon mal. Ich habe völlig vergessen, Ihnen zwei organisatorische Hinweise zu geben. Erstens, die Veranstaltung wird aufgezeichnet und später auf Facebook gesendet. Also wer nicht ins Bild möchte, schaltet einfach seine Kamera aus. Und zweitens, wir werden jetzt in dem ersten Teil mit den beiden Gesprächspartnern einen Umriss machen über die Problematik. Und danach haben Sie auch die Möglichkeit, Fragen zu stellen in unserem Chat, die wir dann versuchen, gemeinsam mit den Gesprächspartnern zu beantworten. So viel dazu. Und jetzt zu Ihnen, Herr Ziegler. Covid kam. Covid hat plötzlich die gesamte Bewegungsfreiheit eingeschränkt, hat Grenzübertritte verhindert, aber hat auch verhindert, dass Ihre ganze Branche so arbeiten kann wie sonst. Können Sie uns mal sagen, was ist da passiert bei Ihnen? Ja, was ist passiert bei uns? Also ich glaube, so das erste Mal, als es so wirklich bekannt geworden ist, war ich, das war Fasching. Da war ich mit ein paar befreundeten Familien, mit meiner Tochter, waren wir in den Vogesen in einer Hütte von unserem örtlichen Turnverein. Ist so Matratzenlagerhütte, ist mega cool für Kinder. Und da waren wir 5, 6, 7 Tage. Und dort gibt es keinen Fernseher, dort hat man fast kein Handyempfang. Und somit war das dann so ein bisschen so raus. Und dann kommt man nach Hause, orientiert sich ein bisschen um. Und dann hatte ich tatsächlich einen Flug zu einem Freund von mir, der im Silicon Valley lebt. Dort bin ich dann krasserweise noch hingeflogen, rückwirkend krasserweise. Wir haben uns da keine Gedanken gemacht. Ich bin so am 2. März in Silicon Valley geflogen und bin am 17. oder 18. März dann so mit der letzten Maschine nach Hause gekommen. Was ich dort erlebt habe, war, das war so irgendwie so ein bisschen surreal. Also erzählte er mir, ich war das erste Mal dort und er hatte gesagt, hier im Stadtbild sind die ganzen Programmierer von aus China, tatsächlich auch aus der Region Wuhan und so weiter. Die waren schon alle nicht mehr dort. So, komme zurück. Direkter Lockdown, unsere Branche zusammengefallen. Auch das war dann schon sehr schnell klar, dass der ganze Sommer nicht stattfindet. Ich meine, Festivals absagen müssen, die Konzerte absagen müssen, die ganzen Eintrittskarten irgendwie schieben, tauschen, machen, hin und her. Und dann hat man sich rumgedreht und dann war man ja schon im Grunde am Ende des ersten Lockdowns. Also dann war es ja dann schon Ende April, Mitte Mai. Und dann war ja der Sommer zum Glück einigermaßen milde. Nicht milde genug, sodass wir Veranstaltungen veranstalten können, aber im ersten Lockdown hatten wir gar keine Zeit, uns über irgendetwas Gedanken zu machen, weil wir einfach rund um die Uhr arbeiten mussten. Und im Sommer war dann die große Frage, wie geht denn das hier überhaupt weiter? Und ich bin im Europäischen Festivalverband Europe organisiert, wir sind im Bundesverband der Veranstaltungswirtschaft organisiert und hier hat man sich dann sehr frühzeitig damit auseinandergesetzt, Hygienekonzepte, wie sollte, muss und darf man sich aufstellen, ist es zu naiv zu glauben, dass es irgendwie im Sommer, im Herbst mit Veranstaltungen weitergeht und somit hat Corona selbst bestimmt seit dem Tag, also seit März einfach mein Leben, ja. Ja, und wir haben ja, der Titel hier lautet ja Covid als Katalysator der grenzübergreifenden Zusammenarbeit. Herr Ziegler, so ein Katalysator ist ja dazu da, um, ich sage jetzt mal, so eine chemische Reaktion hervorzurufen, also aus einer Situation was Neues zu machen. Sie machen jetzt Testzentren. Warum sind Sie denn dafür so gut geeignet als Veranstaltungsleiter? Das ist vielleicht noch interessant. Was konnten Sie mit Ihren, ja, ich sag mal, mit Ihren vorherigen Kapazitäten damit einbringen jetzt? Also der eine Aspekt ist, dass wir als Veranstalter ja auch eigene Computersysteme haben, eigene
eigenen Ticketing-Vertrieb und digitalen Ticketvertrieb haben, dass wir uns auch mit Thematiken wie Cashless Payment an Veranstaltungen und so auseinandersetzen. Von daher haben wir da schon eine sehr, sehr hohe Affinität zu Programmierleistungen, zu innovative neue Ideen im digitalen Vertrieb heranzuführen und umzusetzen. Und Arbeitskräfte hatten Sie ja auch, ne? Genau. Und die andere Perspektive, was ein Veranstalter per se hat, ist, also wir sind direkt, und das ist musikaffin, der Bundesverband der Veranstaltungswirtschaft in Deutschland, mit den Mitarbeitern und den direkten Subunternehmern 1,5 Millionen Menschen. Und wir sind die sechstgrößte Branche in Deutschland. Das weiß keiner, weil das alles so sehr dezentral organisiert ist. Also wir haben ein Netzwerk von vielen Menschen, die jeden Tag die ganzen Shows durchführen. Egal jetzt auf Veranstalterseite, auf Dienstleisterseite, auf Seite der Band. Riese Reisegruppen, also an einer Veranstaltung wie dem Rocco del Schlacco Festival arbeiten 1200 Menschen. Und Entschuldigung. Herr Arendt, kurz, wir haben gerade über den Katalysator gesprochen, der als Element dasteht zwischen einem Element, dem Covid, der sich nicht verändert und der daraus was Neues machen soll. Würden Sie sagen, dass man das auf die deutsch-französischen Beziehungen jetzt im Speziellen auch beziehen kann? Ist da was Neues rausgekommen? Hat sich die Chemie verändert? Kann man das sagen? Also die Antwort, die ist ja und nein. Ja und nein. Man hat wirklich daraus gemerkt, dass auf der Beamtenebene und Regierungsebene die Sachen zwischen Frankreich und Deutschland schwierig sind. Und obwohl es einen Aachener Vertrag gab, obwohl man von Taskforce redete, man nicht die gleiche politische, wirtschaftliche Gesundheitspolitik, die gleiche Kultur hat, aber auf Regionalebene noch einmal, gerade weil am 22. Januar 2020 das GRÜZ, Grenzüberschreitende Zusammenarbeitsgremium, das jetzt AGZ heißt, Ausschuss für Grenzzusammenarbeit, gegründet wurde. Und gerade weil Andi Jung und ich es am April beantragt hatten, zusammenzukommen, hat man hier auf Regionalebene eine sehr dichtere Beziehung zwischen Frankreich und Deutschland. Und zwar auf allen Ebenen, von der Kommunalebene hinauf zu Landesebene, Regionalebene. Und man hat ja Paris und Berlin mit reingezogen in den auswärtigen Ämter, mittlerweile Gesundheitsministerien und Innenministerien. Also ja, diese Krise, dieser Crashtest war ein mächtiger Katalysator, damit man heute in Berlin und in Paris über Grenzregionen redet, was vorher nicht der Fall war. Und ich bin der Meinung, das ist ein Katalysator nicht nur für hier die Grenzregion ist, aber für alle Grenzregionen in Europa, indem man sich doch immer diese Zahl vor Augen halten sollte, dass wenn man 20 Kilometer auf beiden Seiten allen Grenzen, innereuropäische Grenzen geht, 140 Millionen Europäer hat. Das ist ein Drittel der Europäer leben dort. Und unsere Zentralregierungen hatten nicht immer dieses Bild. Wir hatten mittlerweile zweimal den Europaminister in Frankreich, Europasekretär hier in der Grenzregion. Einmal Amélie de Montchalin und einmal Clément Beaune. Ich würde mich freuen, wenn der Kollege Michael Roth auch mal wieder hier in die Region käme, auch auf die französische Seite. Er war schon da. Ich hatte den 11. November 2018 war er in Saarbrücken. Aber dass Berlin auch uns ein bisschen zeigt, dass es diesen Gefühl für die Grenzregionen hat.
Ja, Herr Ziegler, Sie sind ja jetzt auch, Sie haben Musiker aus anderen Ländern, Sie haben sogar global gearbeitet und haben halt hier, auch wenn das Electromagnetic Festival ist, viele Musiker, die aus Frankreich kommen. Sie sind jetzt hier in der Grenzregion, betreiben auch das deutsch-französische Testzentrum. Wie hat sich denn so Ihr Verhältnis zu dieser ganzen Grenze oder zu diesem, ja, ich sage jetzt mal, zur grenzüberschreitenden Kooperation, hat sich da was verändert bei Ihnen durch die letzten Monate? Also es wird jemandem so, also ich lebe ja im Grunde bis auf ein paar Jahre Studienaufenthalt woanders die ganze Zeit in der Grenzregion, meinem ganzen Leben. Tatsächlich fühlt es sich aber anders an, weil man es einfach so eins zu eins und täglich mitbekommt. Und wenn man hier auf der Goldenen Brem stundenlang ist und dann bekommt man Geschichten, Anekdoten mit, die ich so nicht kann, also Dinge, die man weiß, aber wenn man sie erfährt, einfach näher an jemanden rankommen. Und es war tatsächlich eine einprägsame Situation, wenn wir an diesem ersten Dienstagmorgen, am 2. August, morgens um 5:45 hier stehen und vor der Tür stehen 100 Menschen, die jetzt getestet werden müssen, weil sie über die Grenze gehen zum Arbeiten. Das hat dann wirklich so eine andere Nähe. Also es ist nichts Neues, das weiß man. Man liest es ja. Also ich habe Raumordnung und Regionalwissenschaften studiert. Aber wenn man es dann live, eins zu eins, auch so zu absurden Uhrzeiten und so mitbekommt, ist es einfach näher. So, also und viel mehr kann ich dazu leider, oder was, viel mehr kann ich dazu nicht sagen, aber es ist mir alles bewusster geworden. Und ich weiß jetzt einfach so, das Bild ist runder und ich kann mir ein klein bisschen besser vorstellen, wie das wirklich dieses Miteinander in der Region, dass das halt wirklich da ist, gelebt wird und dass es ein täglicher Ablauf ist. Das andere krasse Bild ist, wir haben heute den 50. Tag hier und wir haben von 6 Uhr morgens bis abends um 22 Uhr geöffnet. Und hier ist Stoßstange an Stoßstange. Das ist schon, dann fühlt man, was wirklich ein, dass es kein Grenzgängerverkehr ist, sondern dass es einfach mitten auf einer Straße einfach jetzt die Notwendigkeit gibt. Aber hier ist alles aber keine Grenze. Wie ist denn die Stimmung da so? Können Sie mal beschreiben, wie reagieren die Leute? Haben die, schimpfen die oder sagen die super? Wie ist so die Stimmung vor Ort? Wir haben, da kann man ja drüber reden, samstags hier ab und zu eine Demonstration von Menschen, die das als Affront sehen, getestet werden zu müssen. Aber ich rede dann ja auch mit Medienvertretern, die hier vor Ort sind. Tatsächlich sind 95% der Menschen glücklich, dass es das Angebot gibt, dass man sich testen lassen kann, dass man arbeiten gehen kann, dass die Grenze nicht geschlossen wird. Und meine ganz klare Meinung in dieser Sache ist, dass die Grenze etwa Deutschland-Tschechien, Deutschland-Österreich geschlossen worden ist für Grenzgänger, für Berufsgrenzgänger und dass diese Region es hier hinbekommen hat, dass die Grenze weiterhin geöffnet ist. Der Beweis sind Geschenke hier. Also jetzt auch gerade zu Ostern ganz viel Schokolade, ganz viel Cremant. Die Dankbarkeit ist bei über 95% tatsächlich vorhanden. Und das ist dann oft auch ein anderes Bild, das dann vielleicht zumindest zu Beginn, ich in den Medien gelesen habe. Tatsächlich nein, ich sehe hier große Dankbarkeit. Ja, da würde ich gleich gerne mal auf Herrn Arendt zugehen. Diese Demonstrationen, ich erinnere mich auch an die erste Demonstration, da waren sehr viele Leute, die tatsächlich zum ersten Mal einen Test brauchten, um über die Grenze zu gehen. Inzwischen finde ich, oder hat man den Eindruck, die Bewegung, die sich da regelmäßig versammelt, ist viel politischer geworden und vielleicht auch ein bisschen extremer. Man hat den Eindruck, da ist so eine Ansammlung von, da sind ein paar Gelbwesten, da sind ein paar Corona-Leugner und da ist so eine Stimmung, die nicht mehr einfach nur Protest gegen einen Test ist. Wie sehen Sie das? Also, ich sehe das genauso. Beweis dafür ist, dass es am Samstag keine Proteste an der Goldenen Brem gab, aber dass meine Kollegin aus der Assemblée Nationale, Martin Wonner, die ja Abgeordneter für das Elsass ist und die ist eine Psychiater, ist eine Ärztin,
Die bewegt sich seit einiger Zeit ganz alleine in der Assemblée Nationale für Eric Rau, für Chloroquin, für gegen Masken. Und die hat am Samstag einen Protest in Metz organisiert. Und da sind die Leute, die sonst an der Goldene Brem protestieren, hingegangen. Und es war sehr politisch, die Reden, die da gehalten wurden. Und es war eher, also wie sagt man das in Deutschland, Querdenker, ja, Komplottisten. Ich möchte aber was dazu sagen, was Herr Ziegler gesagt hat, was ich wirklich für sehr, sehr wichtig und sehr, sehr richtig empfinde. Es ist, dass wir hier nicht behandelt wurden wie in Tschechien und in Österreich. Und warum? Warum? Diese Frage muss man sich stellen. Warum hat man hier anders gehandelt? Man hat hier anders gehandelt, weil die Lokalbehörden in dem Saarland, Lokalpolitiker im Saarland, diesmal Berlin klar gemacht haben, wir wollen mit den französischen Freunden arbeiten. Wir wollen keine Grenzschließungen. Was in Stadt Niedersachsen und in Bayern ganz anders war, dort wollten die Lokalbehörden Grenzschließungen, weil sie fast so reagiert haben, wie die Reaktion im ersten Lockdown in Saarland war, wo Klaus Bouillon mit der Angst reagierte. Und das ist ganz wichtig, dass wir dieses Mal gezeigt haben, dass wir hier, also hier die Lokalpolitiker auf französischer Seite, auf Mosellaner Seite und die auf saarländischer Seite miteinander arbeiten können und dass wir nicht dazu gekommen sind, dass man diese Variantegebiet-Regel so strikt umsetzt, wie sie war. Es sei ein Test alle 24 Stunden. Das war ja diese Regel. Und Quarantänepflicht. Und das ist ein sehr wichtiger Unterschied. Und da möchte ich mich noch einmal auch bei den deutschen Kollegen von der saarländischen Politik bedanken, dass wir da so gut miteinander gearbeitet haben. Es wäre dennoch vielleicht besser gewesen, wenn man uns ganz die Sache innerhalb dieses gemeinsamen, leider dieses böse deutsche Wort von Lebensraum, nicht böse aufnehmen, aber ich finde, dass wir hier in einem gemeinsamen Lebensraum leben. Und noch einmal, wie Herr Ziegler sagte, es hier keine Grenze mehr gibt. Wir sind hier eine europäische Bevölkerung. Wenn ich mir heute die Frau Susanne Freitag-Carteron anschaue, das ist eine Pendlerin, die wohnt in Frankreich, ist eine Europäerin und arbeitet in Deutschland. Wenn wir heute auf andere Probleme weiter hinschauen, wie zum Beispiel diese doppelte Besteuerung, ist es auch nicht ein französisches Problem gegen Deutschland. Es ist ein Problem von Leuten, die auf der französischen Seite wohnen, Deutsche, Franzosen oder Italiener, und die auf der anderen Seite arbeiten. Und es ist ein europäisches Problem von Europäern. Ja, Herr Ziegler, Sie sind ja jetzt auch, im Prinzip sehen Sie ja auch viel Europa in dem, was Sie da machen. Sie haben internationale Konzerte, die Leute kommen aus allen Ländern, die Leute feiern gemeinsam, die Leute machen gemeinsam Musik. Und das ist jetzt seit einem Jahr mehr oder weniger auf Eis gelegt oder findet auf anderen Kanälen statt. Haben Sie den Eindruck, dass das eben genau dieses Miteinander, hat das großen Schaden angerichtet? Wie würden Sie das einschätzen? Was ist da kaputt gegangen oder was gibt es vielleicht auch für Hoffnungsschimmer da am Horizont? Naja, für die Pandemie kann ja keiner richtig was. Der erste große Schaden, der passiert ist, damit hat die Pandemie es nicht zu tun, war tatsächlich der Brexit. Das ist für die Musikindustrie eine Katastrophe. Es ist immer noch so, dass der außerkontinentale Bereich meistens über London abgewickelt wird. Das weiß man immer noch nicht genau, wie man damit umgehen kann, soll, muss. Hat jetzt auch noch nicht stattgefunden wegen der Pandemie. Also das wird uns dann noch mit auf die Füße fallen, wenn das wieder beginnt. Tatsächlich werde ich sehr oft gefragt, wann ich wieder Veranstaltungen veranstalten kann, wann ein Besucher sicher auf die Veranstaltung kommen kann. Und dann sage ich zuerst, ich muss ja zuerst mal die Bands ins Land reinbekommen. So, also das sind noch ganz viele andere Aspekte der Pandemie, die man im ersten Moment gar nicht so sieht. Aber eine international erfolgreiche Band spielt auf 3-4 Kontinenten und die kann gar nicht ihre Koffer packen und auf Tournee gehen, weil es in jedem Land andere Regeln gibt.
In Deutschland gibt es dann noch in jedem Bundesland andere Regeln und somit kann man es auch finanziell gar nicht verantworten, eine Reisegruppe in Form von einer Band auf Tournee zu schicken. Also wenn man sich das mal vor Augen hält, eine große Band spielt jeden Tag in einer Arena vor 10.000 Menschen, da geht es halt um sehr viel Geld. Und wenn dann aus der Reisegruppe, wenn die Reisegruppe 14 Tage in Quarantäne muss, müssen 11 Shows abgesagt werden, die müssen rückwärts abgewickelt werden und den ganzen Schaden muss jemand zahlen. Also von daher kann der Musikbereich sich erst wieder auf die Zukunft vorbereiten, wenn die Pandemie vorbei ist. Und das sehen wir noch lange nicht. Mein Kalender, also meine letzte Show habe ich, bevor ich in die Vogesen gefahren bin, also Februar letztes Jahr, veranstaltet. Und mein Kalender ist für dieses Jahr schon komplett leer. Also auch Shows, die ich im Herbst habe, habe ich schon auf Mai, Juni nächstes Jahr gelegt. Und selbst da wissen wir noch nicht, ob es wieder stattfindet. Und dann reden wir jetzt schon von sicheren 26 Monaten, die ich keine Veranstaltung veranstaltet habe. So. Von daher haben wir noch gar keine Energie, um uns jetzt darüber auszutauschen, welcher Schaden passiert ist, weil wir sitzen, also auch im Europäischen Verband, auch da sind wir stellenweise auch Mitbewerber, sitzen wir im gleichen Boot und versuchen irgendwie Lösungskonzepte auch von den anderen Ländern abzukupfern, sind da in wöchentlichen Dialogen und stehen ohnmächtig vor dem gleichen Problem, worauf wir immer noch keine Antwort haben. Ja, das betrifft jetzt diesen ganzen Wirtschaftsbereich. Ihre Branche leidet sehr darunter. Herr Arendt, wenn man sich jetzt hier die Grenzregion anguckt, das sind eigentlich gerade hier, ganz speziell hier, das Saarland und Lothringen, die hier viel zusammenarbeiten. Eigentlich zwei Regionen, die von den Nationalstaaten, sage ich jetzt mal von Berlin und Paris, immer so ein bisschen unterm Radar liefen, auch wirtschaftlich. Also der Region geht es nicht gut. Und vieles lief eigentlich ganz gut, weil man hier auf wirtschaftlicher Ebene grenzübergreifend so gut zusammenarbeiten konnte oder auch kann. Würden Sie sagen, dass das Schaden genommen hat im letzten Jahr? Oder dass man sich Sorgen machen muss über die Folgen der Pandemie hier im grenzübergreifenden deutsch-französischen Grenzgebiet? Ja, man kann sich schon Sorgen machen, wie Herr Ziegler es sagte. Und die ersten Sorgen, die kamen ja nicht wegen der Pandemie, die kamen auch hier wegen Brexit. Wenn man sich mal ein bisschen anschaut, was in der Automobilindustrie, die ja sehr prägnant in dem Saarland ist, passiert und jetzt noch schlimmer durch diese Pandemie wird. Aber wir haben eine Kraft, wir können dieses zusammen überwältigen und wir können hier den Beweis stellen, dass wenn Europäer eher sich zusammen machen, es besser geht. Das ist heute die Frage, die ich mir viel stelle. Wenn man es zu Grenzschließungen bringt, wenn man es zu Alleingänge bringt, wenn jedes Land allein handeln möchte, dann arbeitet man nicht in dem europäischen Sinn und vielleicht glaubt man auf den Moment, dass man da es weiterbringen kann. Aber ich bin überzeugt davon, dass wir es nur weiterbringen, wenn wir gemeinsam handeln. Und das war ja mein letzter kleiner Ärgerschrei in meinem Gastbeitrag in Le Monde. Ich finde es unproduktiv, dass heute Berlin und Paris noch nicht in der Lage sind, die Pandemie mit gleichen Mitteln zu messen. Die deutsche Inzidenz ist keine französische Inzidenz. Und das ist ein wirkliches Problem. Aber wir wissen hier miteinander zu reden, wir wissen hier miteinander zu handeln. Und als die schlimmste Stunde kam, wo Moselle als Variantegebiet eingestuft wurde durch den RKI, waren die deutschen Freunde da und haben innerhalb des Eurodistrikts zuerst gesagt, wir machen jetzt ein gemeinsames Testzentrum. Und das hat sehr schnell funktioniert. Das wurde innerhalb noch nicht mal einer Woche wurde das aufgebaut. Und was da an dem Bild so schön ist, ist, dass der Deutsche, der sich da testen lassen möchte,
über Frankreich fahren muss, damit er in das Testzentrum reinkommt. Ja, wir haben gerade, das war das Stichwort jetzt auch zu diesem Wirtschaftsraum nochmal. Wir haben einen externen Gast. Corinna Mörsdorf ist bei uns. Sie ist die Bereichsleiterin für TÜV Nordbildung Saar und organisiert ganz viele Projekte im Bereich der grenzübergreifenden Ausbildung, arbeitet mit vielen grenzübergreifenden Unternehmen zusammen, wie Michelin, wie Kettler, verschiedene Unternehmen, die hier in der Region tätig sind, und hat, glaube ich, einen ganz guten Überblick, um das nochmal zu ergänzen. Frau Mörsdorf, dieser Arbeitsmarkt, wie ist das wahrgenommen worden letztes Jahr, als die Grenze plötzlich zuging? Was ist da passiert? Was haben Sie da erlebt und was haben Sie da für Reaktionen bekommen? Dass man da einfach nochmal kurz zurückguckt. Ja, hallo, guten Abend. Also wir beschäftigen erstmal bei uns bei der TÜV Nordbildung ungefähr 10% Grenzgänger. Die Erfahrung, die wir gemacht haben letztes Jahr, war, dass alles sehr plötzlich kam, sehr unerwartet. Wir natürlich auch viele Teilnehmer aus Moselle-Est in unserem Bildungszentrum qualifizieren. Und da musste halt schnell Lösungen gefunden werden. Das heißt, Atteste, man musste schauen, wie kommen die Leute weiterhin zu uns, wie beschulen wir weiter teilweise, weil mit dem Lockdown war das schon sehr, sehr kompliziert. Man hat auch die ganze Zeit gemerkt, dass falsche Kommunikation, sag ich mal, oder falsch aufgenommen wird, was überhaupt gilt, welche Regeln gelten. Ich bin sicher, wenn man jetzt alle hier, die Anwesenden, fragt, was gilt in Frankreich, was gilt in Deutschland, wie viel darf man da treffen, wie viel nicht, ist es extrem schwierig. Also ich bin auch, werde auch regelmäßig gefragt, und da ist ein großer Wirrwarr. Für uns, die halt sehr viele grenzüberschreitende Projekte anbieten, sage ich mal, Sie haben es vorhin angesprochen mit Kettler, für die wir auch diesen E-Bike-Produktionsmitarbeiter qualifizieren, hatte das natürlich auch Effekte, was die Auftraggeber auf französischer Seite anbelangt, weil wir auch ein sehr großes Projekt wurde von der Région Grand Est quasi auf Eis gelegt. Die haben gesagt, wir werden das erstmal nicht durchführen. Wir geben erstmal Priorität den nationalen Unternehmen. Das heißt, grenzüberschreiten ist jetzt erstmal nicht mehr unsere Priorität. Das haben wir natürlich verstanden. Natürlich ist das bitter für uns, weil das waren 3 Jahre, wo wir Triebfahrzeugführer für den deutschen Arbeitsmarkt hätten qualifizieren können, die auch dringend gebraucht werden. Eisenbahnverkehrsunternehmen benötigen ganz viel Personal. Und da haben wir halt gemerkt, da haben die Franzosen halt, die Region Grand Est in Straßburg gesagt, wir finanzieren das Ganze nicht. Das heißt, die Qualifizierung, die Leute, die vorgesehen waren, die auch Aussicht auf Arbeit hatten und immer noch, sind erstmal nicht zu uns gekommen. Es ist so, dass wir wieder die Gespräche aufnehmen. Es gab, also ich denke, letztes Jahr war es vor allem gravierend, jetzt ist wieder, man hat gemerkt, ist man wieder bereit, das Gespräch wieder aufzunehmen. Ja, man hatte ja damals auch gesagt, also das war ja schon ein Schock, also diese plötzlichen dichten Grenzen und jetzt der nächste Schock mit diesen verpflichtenden Tests. Würden Sie denn sagen, dass das was kaputt gemacht hat? Was kriegen Sie so für Reaktionen auch von den Mitarbeitern oder auch von der Bereitschaft, noch zusammenzuarbeiten? Gibt das da einen Einschnitt? Sagt man, das wird jetzt hier mal Deutschland und Frankreich, das macht ja keinen Sinn. Wir werfen uns ja gegenseitig immer wieder Steine in den Weg. Also es gab Reaktionen, natürlich auch negative Reaktionen, Mitarbeiter, die gesagt haben, ich stoppe dann kurz, das war letztes Jahr, um einkaufen zu gehen, wie immer eigentlich, und werde da angezeigt, dann kommt die Polizei, muss eine Strafe zahlen, solche Sachen sind passiert, das ist natürlich gar nicht förderlich. Aber ich denke, dass, wie die zwei Herren vorhin auch gesagt haben, die Zugehörigkeit in der Region, also wenn wir hier sehen zwischen Petit Roussel und Groß Rosseln, da gibt es Familienteile, die leben auf der anderen Seite, und ich denke, das ist ein kurzfristiger Effekt, das wird sich wieder glätten, aber es gab in der Tat auch viele Franzosen, die gesagt haben, ich fahre nicht mehr nach Deutschland, ich gehe nicht mehr Zigaretten einkaufen, ich gehe auch nicht mehr tanken. Es gab halt so eine Trotzreaktion von einigen und auch unsere Mitarbeiter, die gesagt haben, oh, ich fahre jetzt direkt von der Arbeit nach Hause, ich darf ja nicht stoppen, wobei das auch nicht ganz stimmt,
Aber die Leute sind eingeschüchtert worden und das hat, es ist schon eine herausfordernde Zeit und man sieht es jetzt auch mit den Selbsttests, Schnelltests, PCR-Tests, alles sehr kompliziert. Unternehmen müssen jetzt, also wir bieten jetzt auch Selbsttests an, wir machen Schnelltests selbst im Unternehmen. Wir haben eine ehemalige Krankenschwesterin, die geschult wurde, die alle 2 Tage die Grenzgänger und teilweise auch Teilnehmer von grenzübergreifenden Maßnahmen testet, weil wir haben gesagt, wenn wir die jetzt irgendwo hinschicken, dann kommen die viel zu spät zu den Maßnahmen und kriegen nichts mehr mit. Also es ist eine herausfordernde Zeit, ja, schon sozusagen. Ja, vielen Dank für den interessanten Seiteneinblick. Ja. Herr Ziegler, Sie haben ja jetzt auch, Sie haben insgesamt inzwischen innerhalb von kürzester Zeit 10 Testzentren aufgemacht und 2 davon stehen ja auch auf Firmengeländen, einmal bei Ford und einmal bei ZF, weil da eben sehr viele Leute jetzt regelmäßig getestet werden müssen. Das heißt, es ist auch durch diese Grenzlage ein enormer Bedarf entstanden, der dazu geführt hat, dass Sie sich praktisch jetzt erstmal vorläufig umorientiert haben, auch mit Ihren Mitarbeitern. Ist sowas auch, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, eine Chance, die sich da bietet, dass man in so einer Lage irgendwie einfach innovativ sein muss auch, um da was draus zu machen? Also, wie eben kurz angedeutet, haben wir uns in der Branche ja mit dem naiven Gedanken, dass wir gut und effizient testen können, vor dem Hintergrund, dass wir möglichst früh wieder getestet Veranstaltungen veranstalten können, vorbereitet. Und so war das jetzt hier tatsächlich 4-5 Wochen früher durch die Problematik der Grenzgänger, bevor die Jens Spahnschen Bürgertestungen kamen ab 8. März, waren wir da ja im Grunde schon ein paar Tage früher gefragt, hier in der Grenzregion. Für uns ist es, also es ist keine Veranstaltung, aber es ist seit einem Jahr wieder eine Aufgabe, die wir dann auch wirklich durchführen können und dürfen. Also wir haben ja ein Jahr lang versucht, Veranstaltungen zu veranstalten und mussten sie immer wieder absagen, umplanen, absagen, absagen. Und das macht dann tatsächlich persönlich auch mit den Mitarbeitern, macht das irgendwie was. Und das ist einfach unterm Strich ein sehr, sehr, sehr unbefriedigendes Gefühl. Und somit sind wir, glaube ich, tatsächlich froh, dass wir irgendwie uns da in der Sache einbringen können. Also dass irgendwie etwas, was man arbeitet und bearbeitet, gefragt und gewollt ist, so, dass man einfach sich wieder einbringen kann. Das kann nur von mir reden, ist total wichtig und hilft auch dann so psychisch einfach über den Winter. Ja. Und ja, Herr Arendt, Entschuldigung, habe ich jemanden unterbrochen? Achso, ne. Herr Arendt, ich wollte ganz kurz da bei Ihnen auch nochmal nachhaken. Kann man jetzt, wir haben gesehen, das hat schon Wunden hinterlassen. Die Leute waren sauer, die haben gesagt, ich gehe jetzt nicht mehr einkaufen und so. Aber kann man eventuell auch sagen, dass diese Krise mit dazu geführt hat, dass man gemerkt hat, was hier eigentlich als normal wahrgenommen wird, aber was man dann sieht, gar nicht so normal ist? Was ist heute normal? Das ist jetzt fast eine philosophische Frage. Ist es in Europa anormal, dass man frei über eine Grenze fährt? Nein. Nein. Ist es anormal, dass man eine Grenze schließt? Ja. Ist es anormal, dass man solch eine Grenze schließt, weil man mit der Angst spielt, weil der andere eine Gefahr überträgt, wovon man wenig kennt? Und die tödlich sein könnte, ja, das ist anormal. Das ist doch ein Problem. Diese Normalität, von der Sie reden, dass man da frei drüber über eine ehemalige Grenze fahren darf und kann, die ist unbestreitbar. Das ist Schengener Abkommen und irgendwie sollte man es dabei lassen. Wenn Sie mir sagen, ich habe auf der einen Seite Deutschland, auf der anderen Seite Frankreich und in der Mitte fließt ein Fluss, der 200 Meter breit ist und da sperre ich die Grenze zu, damit der Virus nicht rüberkommt, das kann ich verstehen. Wenn da in der Mitte ein Berg ist, wie zwischen Frankreich und Spanien, die Pyrenäen, kann ich es als Mediziner nachvollziehen, dass man bei Grenzschließung
ein Virus zumindest nicht anhält, aber dass man ihn zumindest verspätet. Ja, das sieht man ja in Australien oder Neuseeland auf den Inseln. Da hat der Virus sehr wenig entwickelt. Aber wenn man wie hier in einem gemeinsamen Lebensraum ist, Samosel ist ja nur ein Lebensraum, da fließt kein Fluss in der Mitte, da gibt es keinen Berg in der Mitte, da gibt es zwar schon einen Wald, oder, aber da hält man ein Virus nicht auf. Das ist Lügen, wenn man das sagt. Und was ich gerne gehabt hätte, wäre ja, dass wir gemeinsam testen, aber dass wir es rationell machen. Wenn wir die Zahlen uns mal angucken, hat man, indem man in den Testzentren jeder testet, war es am Anfang eine Positivität-Rate von 0,2%. Hätte man diese ganze Menge an Tests in den Testzentren auf Leute, die Symptome haben oder Kontaktfälle waren, genutzt, wäre man auf 4% Positivitätsrate gekommen. Das will nur sagen, wir hätten 20 Mal mehr Kranken entdeckt. Warum testet man die Leute? Damit man Kranke entdeckt, damit man sie in Quarantäne macht, damit sie sich isolieren und damit man die Pandemie eindämmt. Darum testet man. Was wir hier gemacht haben, wir haben um administrative Gründe getestet, weil Berlin Mosel als Variantegebiet eingestuft hat und hat Mosel so gemisst, wie man in Deutschland die Inzidenz misst. Und das war nicht korrekt. Und zum Glück hatten wir diese Kapazität, gemeinsam zu handeln und massiv zu testen, weil ansonsten wäre samstags nicht 400 oder 500 Leute an den Protesten an der Goldenen Brem gewesen, sondern 16.000. 16.000, das sind die Grenzarbeiter zwischen Saarland und Mosel. Aber weil wir hier gut miteinander gearbeitet haben, auf allen Ebenen, auch Herr Ziegler, der die Kapazität hatte, dieses zu organisieren, man hat von seiner Erfahrung profitiert, der er in seiner Musikbranche hatte. Und das ist ein guter Zeichen, wenn wir hier die Lokalenergien, die es hier gibt, lokal nutzen, kommen wir weiter. Also ein klarer Aufruf an die grenzübergreifende Zusammenarbeit. Ich möchte noch mal, möchte Sie gerne dazu aufrufen, schreiben Sie Ihre Fragen in den Chat, wenn Sie Fragen an die Gesprächspartner haben. Ich glaube zumindest, ich muss jetzt gerade mal kurz gucken. Wie gehen wir vor? Gibt es jemanden, der Fragen? Okay, alles klar. Also Sie dürfen sich gerne zu Wort melden oder in den Chat schreiben, weil ich sehe gerade, da gibt es eine Wortmeldung von Frau Herr Weyand. Sehe ich das richtig? Sie dürfen sich gerne aufschalten, wenn Sie möchten, und Ihre Frage stellen. Ist aber nicht der Fall. Dann würde ich einfach noch mal sagen, Herr Ziegler, Sie haben ja gerade gehört, also haben Sie einen Überblick, wie die Grenzgänger-Positivquote ist? Kann man eigentlich sagen, das war ja die Angst, die dahinter steht, dass diese Pendler aus dem Variantengebiet, dass die das Virus vorantreiben? Kann man aus Ihren Daten, die Sie da haben, da irgendwelche Schlüsse ziehen? Ja, tatsächlich. Ich möchte vielleicht noch ein, zwei Sätze zu dem sagen, was Herr Arendt gesagt hat. Was Herr Arendt sagt, stimmt total. Sie hatten gesagt, einen Fluss, dann sage ich Flaschenhals, topografisch bedingt, wenn man eine Brücke hat, kann man dort an einem Flaschenhals, kann man das alles ein bisschen handeln. Und hier ist man wirklich in einer lebendigen Region, die, ich weiß es nicht, wie viele Straßen es zwischen Saarland und Mosel gibt. Es sind wahrscheinlich 50, vielleicht auch 150 oder noch mehr. Es gibt einfach keine Grenze. Und das dann an dieser Region festzumachen, finde ich persönlich total schwierig.
zu den Zahlen. Es ist auch so, also wir haben ja hier im Grunde Stammkundschaft, also die Personen, die hierher kommen, kommen im Grunde alle 2 Tage und ich sage immer, es ist ja wahllos aus dem Telefonbuch rausgegriffen. Also es sind genau diese Menschen, die hierher kommen, ist ein reiner Zufall, weil die einen Arbeitgeber gerade auf der deutschen Seite haben oder Deutsche sind und Steuerflüchtlinge sind. So. Und was anderes ist es ja nicht. Und es sind genau diese 5000 Menschen, die hier jeden Tag kommen. Die Quote ist tatsächlich ungefähr 1 Promille. Vielleicht auch 1,5, 2 Promille. Und an den Teststationen in den Landkreisen, wo die Bürgertests stattfinden, ist die Positivquote doppelt so hoch. Aber, das muss man auch sagen, obwohl man mit Symptomen nicht kommen soll, kommen da einfach auch Menschen, die sagen, ich schmecke gerade nichts, ich habe einen Kratzen im Hals, ich gehe mich mal testen lassen. Deshalb ist dort die Positivquote doppelt so hoch als hier. Also kann man insgesamt sagen, es ist auf jeden Fall nicht der Pandemietreiber, aber das ist natürlich so ein Bild, was sich da vermittelt, wenn man erstens an die geschlossenen Grenzen vom letzten Jahr denkt und zweitens jetzt eben daran, dass man verpflichtet wird zu sagen, ich muss getestet werden, wenn ich im Nachbarland arbeiten will beziehungsweise arbeiten muss, denn es ist ja ein Markt, der hier grenzübergreifend stattfindet. Wenn man das mal... Entschuldigung? Wenn ich noch einen Satz sagen darf. Also ich bin kein Politiker, habe aber schon irgendwie so Raumwissenschaften und so studiert. Und wir haben nun mal andere Regionen, andere Länder und es gibt da einfach eine Bundesgrenze. So, und das ist ein europäisches Problem, dass Europa nicht als Ganzes verstanden wird, sondern Europa ist ein mit Verordnungen zusammengeknüpfte, keine Ahnung, Flickenteppich von Einzelstaaten. So. Und dann muss man sich das auch nicht wundern, wenn man an dieser Stelle einfach den Sachverhalt hat, dass das alles nicht geklärt ist und dass man vielleicht in Berlin nicht so versteht wie hier in der Region. Und dann gibt es Bundesgesetze und die Länder sind sowieso anders strukturiert und keiner weiß, wo oben und unten ist. Und dann ist das aber auch normal. Ich meine, das ist das, was einfach in Europa die letzten 10 bis 20 Jahre versäumt worden ist an wirklich sinnvollem Zusammenwachsen und Zusammenknüpfen. Das ist ein generelles Problem. Das hier ist ja nur einfach eine Momentaufnahme. Besondere Situation, diese Region rausgenommen, Lupe drauf und dann hat man das Ergebnis. Das Problem liegt einfach, dass Europa komplett falsch gedacht ist. Oder zu wenig. Ich glaube, die Lupe, das ist ein gutes Bild, Herr Arendt, weil man hat hier im Prinzip ja so eine Art Brennglas, wo man sieht, wenn irgendwas nicht funktioniert, dann sieht man es hier sofort. Weil wenn hier 2 Gesetze nicht zusammenpassen, wie jetzt zum Beispiel die Kurzarbeiterregelung, das fällt hier sofort auf. Hat das auch Vorteile? Also wie sehen das denn Ihre Kollegen in Paris, wenn sie in der Nationalversammlung sind? Können die sich das überhaupt vorstellen oder sind die wirklich so weit weg, wie man denkt? Also die Kollegen in der Nationalversammlung und im Bundestag sind heute weniger weit weg, als sie vor einem Jahr waren. Gerade weil wir diese deutsch-französische parlamentarische Versammlung gefördert haben und dass wir heute 50 Abgeordnete auf französischer und deutscher Seite haben, die sehr regelmäßig über solche Probleme reden. Also nur für den Herr Ziegler, es gibt tatsächlich zwischen Moselle und Saarland 35 Straßen. Aber unheimlich viele Waldwege und da kann man nicht alles kontrollieren. Das war ja das Problem. Wenn man da kontrollieren will, dann muss man schließen. Die Frage von Kopf auf Kopf anstoßen von den Gesetzen, die unterschiedlich sind, ist diese Frage von den Europa-Direktiven, die wir auch hier in den Grenzgebieten haben. Die Europa-Direktiven, die kommen ja und die werden von jedem Land umgesetzt. Und wenn man sich da im Voraus nicht über das Ziel, was man erreichen möchte, bei der Umsetzung eines Gesetzes einigt, dann kommt sehr selten das gleiche Resultat raus. Und in den Grenzregionen treffen diese Sachen ganz frontal aufeinander. Und da ist man gerade, macht man gerade das Gegenteil, was man machen möchte. Man arbeitet gegen Europa, weil wenn die Nähe eines anderen Landes ja, als ein Problem empfunden wird, dann arbeitet man gegen Europa.
Und das war ja auch der Grund, wofür der Aachener Vertrag in den konkreten Projekten das Ausschuss für grenzüberschreitende Zusammenarbeit hat, damit man die Stolpersteine, die Anstoßsteine des täglichen Lebens, die aus solchen Umsetzungsproblemen kommen, wegräumt. Und ein Beispiel von solch einem Problem: Sie wollen morgen einen Marathon laufen zwischen Saarbrücken und Vorbach organisieren. Das geht ja gar nicht. Da müssen Sie von dem deutschen Arzt zuerst eine Genehmigung haben, eine andere von dem französischen Arzt. Möchte ich morgen eine Schülerklasse von Vorbach mit einer Schülerklasse von Völklingen nach Verdun gemeinsam hinschicken, da muss ich zwei Busse haben, weil ich die deutschen Kinder nicht in den gleichen Bus wie die französischen Kinder reinsetzen darf. Hat man heute, also Kurzarbeitgeld haben wir schon darüber geredet, habe ich heute in Vorbach eine Messe und da kommen deutsche Aussteller hin, dürfen die nicht auf Deutsch ausstellen, müssen die Französisch ausstellen, obwohl man hier ja beidsprachig ausstellen dürfen sollte. Und diese ganze kleine Probleme da, die sind kontraproduktiv. Und man muss sich da gar nicht wundern, dass man in Frankreich, wenn man gut hinschaut, in den Grenzgebieten am meisten für die Rassemblement National wählt. Und haben Sie denn den Eindruck, dass das in, also wie werden Sie denn in Paris, ich sage jetzt mal, betrachtet? Kriegen Sie da Rückmeldungen? Jetzt nicht nur von denen, die wirklich mit dem Thema befasst sind, sondern auch von den Abgeordneten, die, weiß ich nicht, in Nizza oder in Bordeaux oder in Rennes in der Nationalversammlung sitzen. Wie reagieren die auf diese Probleme, die sie da mitbringen? Sagen die, ja, ist ja nur ein Mini-Problem oder interessiert uns gar nicht so richtig? Wie wird das wahrgenommen? Also das wird ab Juli noch viel mehr wahrgenommen werden. Ich habe nämlich eine Arbeit geführt und habe mal gezählt, die Departement Frankreich. In Frankreich gibt es ja Regionen und in Regionen Departement. Und in jedem Departement Wahlkreise für Abgeordnete. Ich habe mal gezählt, wie viel von diesen Departements eine Grenze haben und die Abgeordnete von jedem Departement, der eine Grenze hat, gezählt. Und stellen Sie sich mal vor, die Hälfte der französischen Abgeordneten leben in einem Departement, wo eine Grenze ist. Weil diese Grenzprobleme, die sind ja nicht nur zwischen Moselle und Deutschland, die können auch zwischen Finistère in der Bretagne und England sein. Die können auch zwischen Guyana und Brasilien sein oder Suriname. Und wenn man da mal richtig zählt, hat man fast die Hälfte der Abgeordneten in der Nationalversammlung. Aber wenn man das denn mal erklärt und dann an einem Gesetz arbeitet, das über Grenzen reden wird, dieses 4D-Gesetz, das im Juli kommt, dann passen die Kollegen auch schon mal ein bisschen mehr auf dieses Gefühl, das man als Grenzgänger hat, auf. Der zweite Punkt ist noch einmal diese Rede über Europa. Wenn ich zu den Kollegen gehe und sage, bist du von Europa überzeugt oder nicht? Wenn die ja antworten, dann erkläre ich ihnen, was hier Europa heißt. Und dass Europa Anstoßsteine, Stolpersteine im täglichen Leben sind und dass man das unbedingt arrangieren sollte, damit man wirklich wieder bei der Bevölkerung einen Sinn für Europa erweckt. Europa war ja, wir haben ja das Geburtstag von der Kohle- und Stahlgemeinde am Sonntag gefeiert, ja. Am Anfang hat man durch Europa den Frieden gefördert und wieder aufgebaut. Heute können wir Europa dankbar sein, dass wir Frieden haben, aber Frieden genügt nicht mehr. Wir müssen heute einen Schritt weitergehen. Europa, das muss Lösungen finden, für die konkreten Probleme im täglichen Leben der Leute. Durch Europa muss es den Leuten besser gehen. Wenn es durch Europa den Leuten schlechter geht, dann sind wir auf dem falschen Weg. Ja, ich lade Sie alle noch mal ganz herzlich ein. Wenn Sie mitmachen möchten oder eine Frage haben, sehr, sehr gerne. Ansonsten möchte ich da noch mal zurückkommen, Herr Ziegler. Wir hatten uns ja auch vorher schon mal kurz unterhalten. Sie sagten, es gibt sogar auch jetzt Kollegen von Ihnen, die in anderen Bundesländern wohnen, die hier waren, um sich das anzugucken und gesagt haben, das haben wir uns überhaupt nicht vorgestellt. Also das ist ja eine Situation, die hier gelebt wird,
die man vielleicht gar nicht kennt. Und vielleicht hat diese Krise ja auch dazu beigetragen, dass man das vielleicht einfach mal stärker wahrnimmt. Paris und Berlin gucken jetzt ab und zu auch mal ins Saarland oder Paris guckt auch nach Lothringen, weil da was passiert. Da gibt es Unmut, da gibt es irgendwie, und das schärft vielleicht auch den Blick dafür. Was haben Sie da wahrgenommen? Da gab es ja auch überraschende Sachen und Sie haben Ihr Konzept, glaube ich, auch schon exportiert, oder? Ja, weil wir ja in der Veranstaltungsbranche daran gearbeitet haben, gibt es das System dann auch in anderen Regionen. Aber tatsächlich, das wäre eine Frage an den Herrn Arendt, das würde mich extrem interessieren, wie das in den anderen Regionen ist. Etwa ich hatte letzte Woche Kollegen aus Karlsruhe hier, die sich das System angeschaut haben. Wie ist es denn in Straßburg rüber nach Kehl und so an den Grenzübergängen? Wie wird das dort denn gelebt, wahrgenommen? Gibt es dort ähnliche Diskussionen oder wie verhält es sich dort? Kann ich antworten? Ja, gerne. Ja, ich habe mich jetzt ganz rausgehalten. Wir haben ja fast gleiche Regeln, nur dass Elsass Hochinzidenzgebiet ist und kein Variantengebiet. Und die Regel ist dort, damit man vom Elsass nach Baden-Württemberg, Rheindorf oder nach Rheinland-Pfalz, da muss man zweimal sich die Woche testen lassen und auch diese Einreiseverordnung elektronisch abgeben. Die Leute, die nachvollziehen das genauso wie hier in der Moselle. Straßburg ist ja ein Symbol. Und die Freundschaft zwischen Elsässer und Baden-Württemberger ist so groß wie die Freundschaft zwischen Mozellaner und Saarländer. Und in diesem AGZ sind genauso Elsässer drin wie Mozellaner und auch die drei deutsche Länder, die mit Frankreich angrenzend sind. Es war dort ein bisschen weniger schlimm, weil man gesagt hat, zweimal maximal die Woche testen und die Einreiseverordnung einmal in der Woche, wo wir bei allen 48 Stunden waren und Einreiseverordnung täglich. Aber das wird alles auf der Ebene der Region Grand Est gleichmäßig mit den drei angrenzenden Ländern verschaffen und kommuniziert. Da habe ich noch mal eine Nachfrage, Herr Arendt, denn es gibt ja schon einen Unterschied zwischen Baden-Württemberg, Elsass und Saarland-Lothringen, weil das Baden-Württemberg und Elsass sind zwei Regionen, die in den Staaten, also in den Nationalstaaten, eine wesentlich größere wirtschaftliche Bedeutung haben. Da gibt es keine, also oder sagen wir mal so, die stehen wirtschaftlich wesentlich besser da. Gibt es da denn Unterschiede auch bei der Wahrnehmung dieser Grenzkrise? Man braucht sich ja vielleicht nicht so, wie das hier der Fall ist. Also diese ganz enge Verschränkung sieht vielleicht anders aus oder wie sehen Sie das? Nein, für mich ist das Problem wirklich ein Einstufungsproblem von dem RKI. Moselle wurde als Variantegebiet mit heute einer Rate, wenn man südafrikanische Variante und brasilianische Variante nimmt, sind wir bei über 30% noch hier in der Moselle, was in Frankreich einzigartig ist. Nur in Martinique hat man so viele davon und in Mayotte und keiner weiß, warum es so viele hier südafrikanische Variante und brasilianische Variante gibt. Aber da hat man noch einmal ein Problem bei dieser Messung von den Varianten. Ja? In Frankreich wird ja jeder positive Test sequenziert, damit man wirklich weiß, ob da es sich um ein Variant, ein Mutant handelt oder um SARS-CoV-2. Da sind wir in Deutschland bei 30%. Das ist doch schwierig, wenn man diese Sachen vergleicht und wenn dann freitagsabends das RKI rauskommt und sagt, ihr seid jetzt Mutationsgebiet, nur weil wir alle PCR-Tests sequenzieren. Was jetzt so diese Gesundheitsfragen betrifft, da würde ich vielleicht auch noch mal kurz Corinna Mörsdorf dazu schalten. Es gibt ja auch
durchaus viele grenzübergreifenden Ansätze. Also wir haben einmal die MOSAR auf ganz großer Ebene, Forbach-Völkling mit den grenzübergreifenden Kliniken. Aber beim TÜV, wenn ich richtig informiert bin, gibt es ja auch Programme für Krankenschwestern und so. Das war ja auch ein großes Thema, diese grenzübergreifende Medizinversorgung, die da plötzlich lahmgelegt wurde. Wie ist denn da der Stand? Ja, also wir haben vor 2 Jahren haben wir mit der Knappschaft in Sulzbach haben wir ein Projekt ins Leben gerufen. Und zwar haben wir Krankenpflegerhelferinnen für den deutschen Arbeitsmarkt. Das heißt, das haben Pôle Emploi und die Region Grand Est kofinanziert. Das sind arbeitssuchende Damen, die sich da aufgestellt hatten. Und wir haben 7 Damen quasi bei der Pflegeschule der Knappschaftsklinik in Sulzbach qualifiziert. Das hat sehr gut funktioniert und es war auch so, dass die Knappschaftsleitung gesagt hat, wir haben auch viele Franzosen, wir haben ja durch diese Abkommen im Gesundheitsbereich haben wir auch, das sehen wir auch bei der SHG-Klinik in Völklingen, viele französische Patienten und da war das Bestreben schon da, dass man auch Grenzgängerinnen da qualifiziert, damit auch da die Kommunikation besser funktioniert. Und das Projekt wurde dann leider nicht fortgeführt, aber das hat eher was mit der Gesetzesänderung zu tun, weil jetzt diese KPA-Ausbildung nicht mehr in einem Jahr durchgeführt wird, sondern es ist eine generalistische Ausbildung jetzt geworden und man braucht jetzt 2 Jahre, aber wir sind durchaus auch jetzt nochmal im Gespräch, wie gesagt, mit der Region Grand Est zu schauen, welche Themen können wir nochmal angehen. Und das wollen wir Anfang Mai nochmal diskutieren, weil da ist der Bedarf weiterhin sehr, sehr groß. Gibt es denn jetzt durch Covid da eine neue Bedarfslage oder gibt es Bereiche, wo man sagen kann, da ist jetzt der Markt wirklich eingeschlafen? Was ist da, wie hat sich das verändert? Also wie hat sich dieser Arbeitsmarkt entwickelt? Also eingeschlafen als solche, klar gibt es Berufe, die es so nicht mehr geben wird, die sich verändert haben. Wir reden von Digitalisierung, wir sehen, wie sich das auch ganz massiv verändert hat. Aber es gibt auch Sachen, die entstanden sind. Zum Beispiel haben wir Deeskalationsseminare haben wir für die SAVV lanciert. Das war ein ganz großes Thema und das möchten wir auch jetzt auch für die Kliniken und Krankenhäuser, weil da gibt es auch viele Situationen, wo das Personal auch geschult werden muss. Diese Deeskalation ist auch ein ganz wichtiges Thema. Und es gibt immer wieder neue Sachen, die entstehen, aber es verschwinden auch Berufe und Berufe werden auch ganz angepasst. Und das ist halt unsere tägliche Aufgabe auch, das im Auge zu behalten. Ne? Ja, hat man denn den Eindruck, dass der Arbeitsmarkt, also merkt man diese Covid-Folgen schon? Also gibt es da jetzt schon konkrete Sachen? Ja, also das merkt man schon. Man merkt es generell. Also das Beispiel zum Beispiel Kettler ist ein Beispiel, wo wir derzeit qualifizieren. Und jetzt bei dem ersten Durchgang hat die Firma Kettler auch von 10 Teilnehmern 9 eingestellt. Bei dem zweiten Durchgang war es schon so, dass die zurückgemeldet haben, wir kriegen keine Teile mehr, um diese E-Bikes weiterhin zu montieren. Wir müssen das Ganze auf Standby qualifiziert weiter, weil das wird kommen. Also die Unternehmen müssen da auch eine ganz große Flexibilität aufweisen und haben auch gesagt, sobald die Teile dann ankommen aus China oder wo auch immer her, werden wir die Produktion weiter fortführen. Also es gibt auch da für uns immer wieder Anpassungen. Wir müssen ganz schnell reagieren und auch Unternehmen müssen sich anpassen. Aber es hat natürlich auch Auswirkungen. Man sieht auch, was es für Unternehmen jetzt auch treffen wird. Ich sage, es ist die Pandemie. Es gibt auch vielleicht Unternehmen, die vorher schon ein bisschen gekriselt haben. Es gibt auch Unternehmen, die schon vorher bestimmt in der Überlegung waren, sich vielleicht neu zu strukturieren. Und das alles hat es aber beschleunigt auf jeden Fall. Ja, und es gibt ja dann auch eben da die Unternehmen, an denen Sie auch Ihre Testzentren aufgebaut haben. Gerade bei Ford und ZF wird ja auch im Moment wieder, gibt es glaube ich neue Kurzarbeits- und Personalabbaupläne. Herr Arendt, ist denn, wenn Sie jetzt mal in die Zukunft gucken, gerade im Bereich oder im Departement Moselle, muss man sich große Sorgen machen, dass hier, ich sag mal, die Wirtschaft weiter abbaut und das möglicherweise dazu führt, dass es hier wirklich große ökonomische Probleme gibt?
Also um gegen diese Probleme zu gehen, gibt es ja dieses Wiederaufbaufonds von Next Generation EU. Und jedes Land, Deutschland und Frankreich, haben ja da Milliarden in die Wirtschaft injektiert. Dass die Wirtschaft sich wandeln wird, das ist eine Sicherheit. Wir werden bestimmt eine Revolution erleben wie mit der Dampfmaschine. Und das hängt heute an dieser disruptive Innovation, künstliche Intelligenz. Aber davor sollte man keine Angst haben, weil genau wie die Dampfmaschine die Arbeit erleichtert hat und nicht weniger Arbeit gefördert hat, wird die künstliche Intelligenz in vielen Gebieten die Arbeit einfacher machen und fördern. Es sind die Gebiete der Gesundheit, die Gebiete des Rechts, Gebiete der Produktion. Man sieht es ja heute schon in den verschiedenen Werken, zum Beispiel hier in meinem Wahlkreis ein deutsches Werk, das Elektromotoren fördert. Die haben die Arbeitskräfte aufbewahrt und das Werk zweimal größer gemacht, weil es jetzt disruptive Innovation darin gibt. Hätte man diese disruptive Innovation nicht gefördert, hätte das Werk geschlossen und man hätte alle Arbeitsplätze abgebaut. In der Automobilindustrie gibt es heute mehrere Probleme. Eines mit Brexit, das andere hat mit der Pandemie zu tun. Es gibt heute Probleme, etliche Bauteile von den Autos zeitgemäß zu bekommen. Ja, es wird wirtschaftlich schwierig sein. Ich glaube, dass wir wie nach einem Krieg wieder aufbauen müssen, aber bin mir auch sicher, dass wenn wir gemeinsam aufbauen, es viel leichter sein wird, als wenn jeder auf seiner Seite allein weiter aufbaut. Ich glaube, dass die Energie- und Ökowende auch Herausforderungen der Zukunft sind und dass sie Wirtschaft spenden können, wenn man da gut investiert. Da kann wir glatt mal, also das ist ja hier heute Abend eine Veranstaltung sowohl von der ASCO-Europa-Stiftung als auch von der IHK und ich weiß, dass der Herr Groll auch dabei ist, der sich um die Europafragen bei der IHK kümmert. Herr Groll, können Sie dazu vielleicht mal kurz eine Einschätzung geben? Wie sehen Sie so die Perspektive, die sich jetzt durch Covid hier in der Unternehmenslage in der Region entwickelt hat? Ja, schönen guten Abend auch von mir. Ich habe jetzt ein paar Minuten nicht mitgekriegt aufgrund technischer Probleme, aber die Frage war ja eindeutig formuliert. Die Covid-Krise hat uns vor allem eben die Unzulänglichkeiten unserer Systeme da vor Augen geführt. Brennglas war eben die Rede. Das war mehr als deutlich. Aber das ist eben, glaube ich, so ein bisschen untergegangen, die Situation, dass in Berlin und Paris gleichzeitig mehr wahrgenommen wurde, was wir hier sozusagen zum täglichen Leben brauchen. Das ist geradezu historisch. Also als IHK sind wir auch in unserer eigenen Organisation immer quasi vor die Wand gelaufen bei den eigenen Kollegen, wenn wir hier von unseren kleinen Grenzproblemen erzählt haben. Entsendungsregelungen, die sich ändern, obwohl sie eigentlich komplett überflüssig sind und so weiter. Und das ist jetzt von einem Tag auf den anderen dann eben anders geworden. Und das stimmt mich da eigentlich sehr positiv, dass wir dann darauf weiter aufbauen können, um einen Zustand zu bekommen, wie er zum Beispiel zwischen zwei deutschen Landkreisen herrscht, wo grenzüberschreitende Beziehungen herrschen und vielleicht auch unterschiedliche Situationen in einer Pandemie.
Ja, das ist so eine Frage, die ich jetzt auch mal an Herrn Ziegler stellen möchte. Das sind jetzt viele Sachen. Ihre Branche liegt brach. Sie haben gesagt, wenn Sie Videokonferenzen hatten, dann war das wie in Therapiegesprächen, weil wirklich ganz viele Leute um ihren Job sich sorgen, nicht wissen, wie geht das alles weiter. Aber wenn Sie mal überlegen, was ist daran, gibt es da einen Aspekt, wo Sie sagen würden, das ist wirklich positiv? Und durch diese Lähmung, die wir da alle erlebt haben, gibt es auch Dinge, die man jetzt anders sieht oder so? Was hat sich da verändert? Was ist positiv vielleicht auch an dieser ganzen Situation? Kann der ganzen Situation definitiv nichts Positives abgewinnen. Also wirklich an keiner Stelle. Was ich sehe, ist, dass die Branche europaweit, national und auch regional, dass wir alle sehr solidarisch miteinander umgehen. Also man muss sich vorstellen, dass wir oft auch in einem Mitbewerberstreit stehen, dass wir Verträge untereinander haben, egal ob es jetzt ein Engagementvertrag oder ein Gastspielvertrag mit einem Künstler ist oder. Da gibt es alle verschiedenen, sehr solidarisch, und ich kenne von keiner Stelle, dass sich jetzt zwei Mitbewerber oder dass es irgendwie Streit um eine Vertragsgestaltung gab oder egal ob der von mir beauftragte Bühnenbauer oder ich die Band beauftragt, bei mir zu spielen. Man ist sich da in jeder Richtung sehr schnell einig geworden. Das ist etwas sehr, sehr, sehr Positives. Ja, das Brennglas, klar. Nein. Dinge, die man einfach verbessern kann, und verbessern muss, klar. Das liegt da jetzt natürlich direkt auf der Straße. Aber wir sind ja eine sehr privat organisierte Struktur, eine sehr kleinteilige Struktur. Das heißt, außer jetzt die großen Konzerne wie CTS Event Team oder Live Nation, die es gibt, die im Großen arbeiten, sind wir alle sehr, sehr kleine Gruppen, sehr, sehr kleine Firmen, die im Gesamten einfach das große Bild geben. Und das ist tatsächlich so, dass das Gemeinsame steht da. Das Gemeinsame steht im Vordergrund, und ansonsten mussten wir uns eh immer schon selbst helfen und waren ja nie für andere verantwortlich. Und deshalb mussten wir uns ja immer schon jeden Tag mit der möglichst größten Effizienz, mit der möglichst besten Ausgestaltung strukturieren, dass wir überhaupt am Markt sein können. So, von daher haben wir jetzt von extern nicht die Pandemie gebraucht, um jetzt uns zu reflektieren, ob wir gut sind. Ja, nee, das Positive war jetzt auch weniger auf die Pandemie an sich gemünzt, sondern eher auf die, positive Lehren oder positive Effekte, die das auf das Zusammenleben generell möglicherweise haben kann, wenn man schon positive Aspekte suchen muss. Herr Arendt, wenn Sie das mal auf die deutsch-französischen Beziehungen beziehen, gibt es da so Dinge, wo Sie sagen, das hat sich jetzt wirklich sichtbar verändert oder merklich verbessert in den letzten Monaten? Ja, es gibt auch Sachen, wo sich die Lage verbessert hat. Stellen Sie sich mal vor, als wir Anfang April 2020 von europäischer Gesundheitssouveränität geredet haben und von gemeinsamer Wiederaufbau vor und Corona-Bonds, dann hieß zuerst die Antwort von Berlin: Nein, niemals im Leben. Das war ein Brief von Andy Jung ich und der Andi, wir hatten das gefördert. Und am 18. Mai hatten Macron und Merkel es angenommen und auch so geschildert. Und ganz Europa hat jetzt verstanden, dass wir solche Sachen wie Gesundheit gemeinsam handeln sollten. Nur das heißt nicht, dass man sich täglich einen Telefonanruf sendet und sagt, bei mir sind die Zahlen da. Bei dir sind sie da. Man muss jetzt gemeinsame Strategien entwickeln. Ich denke, dass dieser politische Dialog auch dichter geworden ist, auch ein positiver Effekt auf der politischen Ebene bei dieser Corona-Krise ist. Ein anderer Positiveffekt könnte auch der sein, dass wir heute uns bewusst sind, dass die Lage doch relativ fragil ist und dass wir dieser gemeinsamen Zusammenarbeit und an der Freundschaft innerhalb Europas arbeiten müssen. Ja? Es ist immer diese Sache von, wissen Sie, mein Großvater hat immer dieses Wort Liebe geschildert.
L lässt I immer E eine B-Brücke E entstehen. Und wir sollten zwischen den verschiedenen Ländern Europa immer Brücken entstehen lassen. Und jede Brücke ist so ein kleiner Faden. Und wir haben bei dieser Corona-Krise gemerkt, dass die Schnur zwischen den Ländern noch nicht stabil genug war. Und dass wir daran arbeiten müssen, dass sie immer enger aneinander wächst. Weil ansonsten ist Europa gefährdet. Und wenn Europa gefährdet ist, es kann ja auch aus den Wahlen kommen, ja, dass auf einmal in Frankreich oder in Deutschland eine Partei gewählt wird, die von Europa aussteigen möchte. Aber dann ist für mich auch der Frieden gefährdet. Ja, Corinna, gibt es vielleicht von Ihrer Seite noch Ergänzungen dazu? Was kann man sagen, haben Sie auf dem Arbeitsmarkt gesehen, da sind Dinge entstanden, die hätte es vorher so nicht gegeben, wenn wir jetzt nicht irgendwie gemeinsam durch diese Krise gegangen wären? Also ich finde erstmal, dass man vielleicht gelernt hat zu schätzen, was früher ja normal war. Also ich hatte damals bei der ersten Grenzschließung, das hat mir wirklich, also ich bin deutsch-französisch, habe eine französische Mutter, einen deutschen Vater, das hat mir wirklich, wirklich was ausgemacht, da den Berg runterzufahren über Großrosseln an der Grenze. Und dann wusste ich auch, das war auch die Problematik, es waren in der Regel auch Polizisten, die nicht aus der Region kamen. Das heißt, die waren, konnten auch nichts dafür. Die waren aus Berlin, aus Hamburg, die jungen Menschen, mit denen hatte ich auch gesprochen. Und die kannten das ganze Geflecht hier der Problematik nicht. Was ich schön fand danach war zum Beispiel beim Karstadt, hatten die auf Französisch, um die französischen Kunden nochmal zu empfangen, hatten die geschrieben, wir freuen uns wieder, auf Französisch hatten die geschrieben, on est heureux de vous accueillir à nouveau, dass man da eine Geste gemacht hat Richtung der Grenzgänger quasi, dass man die wieder begrüßt. Und was den Arbeitsmarkt anbelangt, ich denke mal, das zeigt sich jetzt wieder, dass man sieht, man ist auf die Grenzgänge angewiesen. Viele Firmen können gar nicht ohne, das ist ganz klar. Deshalb haben auch viele Firmen gesagt, wir testen, wir müssen selbst uns irgendwie organisieren, damit wir das auch ermöglichen. Und da ist auch, denke ich mal, ein Trend, der da ist, der wird sich natürlich in einigen Berufen wird es sich verändern. Es werden andere Sachen auf den Arbeitsmarkt kommen. Aber ich denke, generell ist da eine andere Wahrnehmung. Ja, mit Blick auf die Uhr würde ich jetzt ganz gerne noch mal die Frage an Herrn Ziegler und an Herrn Arendt geben. Wenn Sie jetzt mal in die Zukunft gucken dürfen, was würden Sie sich wünschen? Also unser Oberthema Covid-Katalysator, Zusammenarbeit. Was ist Ihr Wunsch? Wie soll das alles weitergehen? Herr Ziegler. Also was die Region und was Europa betrifft, wäre mein Wunsch, dass das tatsächlich die Lücken jetzt daraus gezogen werden und dass das tatsächlich auch gut und besser vorangetrieben wird. Also dieses Europa im Gesamten. Und persönlich möchte ich mich wieder so verhalten können und dürfen und auch vor allem mein Kind etwa, so wie das vor über einem Jahr einfach der Fall war. Also ja, also man hat das wirklich, man lernt das jetzt schätzen, was normal war im ganz normalen persönlichen Umgang. Und ich kann und möchte mir nicht vorstellen, dass man weiter Abstand hält, dass man Maske trägt, und dass man einfach diese Dinge einfach nicht mehr tun kann. Also das ist das, soweit bin ich noch nicht, dass ich mir das vorstellen kann und will. So. Also das hat jetzt auch nichts mit meiner Berufsausübung zu tun, sondern ich rede jetzt nur von meinem Kind oder von mir in diesem privaten Verhalten, wie man sich verhalten darf. So. Ja, Herr Arendt, haben Sie einen Wunsch für die Zukunft, für die deutsch-französischen Beziehungen, vielleicht auch persönlich? Wie blicken Sie in die Zukunft angesichts dieser ganzen Situation? Also ich hätte ganz genau, wie Herr Ziegler, dass wir es in eine Normalität mit Covid schaffen, die so nichts daran liegt, was unser voriges Leben
war in dem täglichen Leben, in dem Verhalten, in dem ich gehe ins Kino, ich gehe mal ein Bier trinken auf einer Terrasse und brauche mich dafür nicht testen zu lassen. Auch weil ich auch zwei Kinder habe und die heute zu Hause zur Schule gehen, im Homeoffice und dass die Kinder auch mal wieder Raussport treiben gehen könnten. Und auf der Europaebene, ich wünsche mir nur, dass unsere Europa-Devise mal wirklich jeden ein bisschen in den Kopf geht und das ist in Vielfalt geeint. Das ist die europäische Devise und ich denke, daran liegt viel und wir werden in der deutsch-französischen Parlamentarischen Versammlung immer weiter daran arbeiten, damit wir uns in unseren Unterschiede näher kommen und ich wünsche mir eine Welt, in der ein Unterschied kein Nachteil ist, aber ein Vorteil und eine Kraft. Ja, das ist wunderschön. Und Herr Ziegler, Sie arbeiten ja im Prinzip auch täglich dran, dass Normalität wieder möglich wird. Das ist ja ein essentieller Bestandteil der gesamten Strategie. Und wenn ich mich richtig erinnere, Sie haben auch mal gesagt, Ihr Traum ist eigentlich im Moment zumindest noch, solange wir diese Covid-Krise haben, Sie bauen ein Testzentrum auf und dahinter ist die Festivalwiese und Sie testen die Menschen und danach wird Musik gemacht, oder? Genau, das Absurde war, als wir das erste Testzentrum eröffnet hatten, damals in St. Wendel im Februar, und die Besucher oder Probanden oder zu testenden Personen kommen, bekommen den Abstrich gemacht und fahren wieder. Und dann habe ich gesagt, nein, die sind noch gekommen, die müssen jetzt parken und einfach einmal um die Ecke gehen zur Bühne. Ja, ich glaube, wir haben einen sehr interessanten Austausch gehabt. Möchte Herr Groll, Herr Beitz, möchten Sie vielleicht auch noch ein kurzes Schlusswort an die zugeschalteten Zuschauer richten? Herr Groll. Ja, absprachegemäß bin ich am Ende dann nochmal dran. Ich möchte vielleicht gerade noch anfügen, Herr Arendt hat es, glaube ich, gesagt, ob wir auch ein Vorbild sind mit den Lösungen, die wir jetzt hier haben finden müssen. Ich glaube schon, weil wir hatten schon Anrufe aus Bayern und aus Österreich, was denn da im Saarland und an Moselle, was denn da los ist und wie wir das denn gemacht hätten und so. Also da haben wir schon Aufmerksamkeit erregt. Also hoffentlich geht das so weiter. Das war jetzt, also vielleicht erstmal noch Dank natürlich an Frau Freitag-Cateron für die souveräne, wunderbare Leitung unseres Themas und unserer beiden Referenten, Herrn Ziegler und Herrn Arendt und auch Frau Mörsdorf für ihre Beiträge. Eine Menge Stoff zum Nachdenken, sicher für jeden, der zugehört hat. Es ist eine Runde, wir sind dieser Brücke-Europa-Runde. Das heißt, es gibt eine nächste Erscheinungsform, und zwar Juni, Juli haben wir geplant, jetzt aus dem europäischen Nahbereich die große globale Europabrille aufzusetzen, nämlich uns um die Beziehungen Europas mit China und den USA, was den Handel betrifft, als Thema vorzunehmen. Da laufen die Planungen an. Es wird die Teilnehmer über die gewohnten Kanäle erreichen. Ja, da hätte ich noch einen Vorschlag. Vielleicht kann Herr Ziegler testen. Und wir treffen uns danach alle negativ zu einem Glas Cremant und zu den üblichen Umtrunks, zu denen wir uns sicherlich verabredet hätten. Und ich bin sicher, dass wir dann auch mehr Leute gewesen wären, weil nicht alle Visiokonferenzmüde sind. Das wäre zum Beispiel einer der Wünsche, die ich hätte an die kommenden Veranstaltungen, die wir vielleicht gemeinsam bestreiten und wo wir uns wieder persönlich treffen können und uns danach auch richtig in echt unterhalten können. Das war fast wie abgesprochen. Ich wollte nämlich sagen, Europa, das Wort Runde hätte ja jetzt noch die Bedeutung gehabt, dass wir sich jetzt zum abschließenden Gläschen und Imbiss treffen würde. Das müssen wir erstmal verschieben. Aber wir behalten Herrn Ziegler da im Auge, weil vielleicht machen wir das dann auch gleich noch mit einem musikalischen Rahmen, damit das auch ein richtig ordentlicher Rückstart ins normale Leben werden kann.
bedanke mich nochmal bei allen Beteiligten, auch bei den Zuschauern und Zuhörern. Ich denke, mit dieser letzten Ankündigung und der Hoffnung, das im normalen Rahmen wieder begehen zu dürfen, haben wir eine große Einigkeit erzielt, die nicht immer bei solchen Veranstaltungen am Ende steht. Dankeschön nochmal und gerne bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Es wird gewunken.